The Sports Show on Sportle HD, presented by Samsung Galaxy S5. Das ist die Sportshow vom 21. Mai 2014. Herzlich willkommen alle Zuschauerinnen und draussen. Ja, Mittwochabend, Gabriel, das ist natürlich ein Must für jeden Sportfan. Wir wollen zurückschauen, was ist so passiert die letzten Tage, was ist am heutigen Tag in den Schlagzeilen im Fokus gestanden und wir wollen auch ein bisschen vorausschauen und natürlich auch die, kann man sagen, Heikelthemen diskutieren, ein bisschen. Absolut. Und wir, was wir natürlich alle aus der Sportwelt schon wissen, geben einfach die speziellen Meinungen, Gedanken und Kommentare dazu. Die perfekte, ideale Plattform für alle unsere Gäste in der Sportshow. Apropos Gäste, wir haben ja wieder, ich muss sagen, fantastische Gäste. Wir können sagen, erfolgreiche, bekannte Gäste, die wir dürfen begrüßen. Wir schauen uns mal an. Und mit der Folter spannen, wer ist es? Und letztes Wochenende in Frankreich der 7. Platz, der Mittwoch hier bei uns in der Sportshow auf Platz 1. Versicherungsgummis laufen mit Anzug und Krawatte rum, läuft er die ganze Zeit im Kombi rum? Natürlich, das ist, der lebt seinen Job, oder? Sein Blaumann, seine Arbeitskleidung sozusagen. Du läufst schon den ganzen Tag mit dem Ohrwurm rum. Ja, ich darf es nicht sagen, jetzt hätte ich fast gesagt Coop, aber ich müsste ja sagen, Migros, Aldi, Lidl, müsste ich auch sagen, Benner. Musst du mal mit dem einkaufen? Geschminkt? Ist mir kürzlich passiert. Und dann müssen sie anschauen. Die haben jetzt physische Security. Aber du bist eben der Moderator von der Sportshow und wir haben in der Presseshow auch gerade unsere ersten Schlagzeilen. Da haben wir heute medial wieder geschaut, was es für zu reden gegeben. Und auch wenn das Abenteuer Minsk vorbei ist, schauen wir nur mal die Hockey-Weltmeisterschaft anschauen als Thema nehmen. Akte Simpson ist zu, das Warten auf Hanlon. Ja, der Glenn Hanlon, dürfen wir sagen, er kommt definitiv fix. Ich weiß nicht so genau. Es ist öffentlich nicht fix, aber gleich fix. Also, ich glaube, alle wissen es. Es wird definitiv auch so sein. Der Sean Simpson hat ja, seinen Abgang ein bisschen gefeiert mit einem Sieg an der Hockey-WM. Er hat gesagt, er sei heute nicht auf dem Flüger. Er hat gesagt, er gebe keinen Interesse. Er hat all das auch gemacht. Grund für uns, dass wir die Interesse nicht geführt mit ihm. Wir finden, er hat jetzt genug gejammert und genug gesagt, er schaue nicht retour. Wir haben den Romagnosi getroffen, NHL-Star. Und wir haben ihn gefragt, Romagnosi, wenn wir über einen abtretenden Coach, über Sean Simpson reden, dann möchten wir mal wissen, respektive Adrian Erath hat von ihm mal wissen, wie hat der Simpson die Mannschaft weitergebracht? Ja, ich glaube, er hat sehr viele neue Spieler integriert und junge Spieler, die jetzt Stammspieler sind in der Nationalmannschaft und eine Führungsrolle übernehmen. Und ich meine natürlich, der Erfolg in Stockholm ist sicher einmalig gewesen. Und ich denke, einfach im Ganzen hat er die Schweiz ein aggressiver spielen und hat so extrem viel Mut gemacht, gegen grosse Nationen können mitspielen. Also, was unterm Strich bleibt, Silber letztes Jahr in Schweden. Bleibt unter dem Strich für die nächsten 50 Jahre. Höchstwahrscheinlich. Was aber bleibt, ist halt so ein Fleck auf der weißen Weste. Und von denen hat doch der nächste Herr, wo wir ein bisschen genau unter die Lupe nehmen, doch mittlerweile ein paar, der Jan Ulrich. Mein Gott, das kann jedem mal passieren. Chef, was meint er? Er meint seinen Autounfall. Drei Autos total schaden, zwei Verletzte, er selber fast nicht, 1,4 Promille. Es ist unglaublich, dass er da so eine Aussage gibt. Gut, beim Velofahren 1,4 Promille, das ist es. Halbes Stängeli Bier, oder? Ein Einwärmen, Mensch. Ja, vielleicht hat er ja auf die B-Probe, wo er da noch hofft. Wir werden es sehen. Nächste Schlagzeile, die sicher auch lesenswert ist, weil sie eigentlich, wie soll ich sagen? Sie hat nicht viel zu reden gegeben. Sie hat nicht viel zu reden gegeben. Aber darum müssen wir es, und darum müssen wir es anschauen. Das ist unsere nächste Schlagzeile, die wir heute gefunden haben. Am Freitag ist in Dornach ein Gerichtsprozess gegen Boba, der mit 111 im 50er Jahr letztes Jahr ist geblitzt wurde. Warum schreibt das niemand, praktisch niemand, dass am Freitag ein Gerichtsprozess ist, wo wie soll ich sagen, die Strafgebung sagt, wenn du so schwerwiegendes Rasendelikt begehst, musst du mindestens ein Jahr in die Kiste. Warum schreibt es niemand? Ja, zum einen, weil jetzt gerade eben Jan Ulrich da für rasante Schlagzeilen gesorgt hat. Und zum anderen wird auch er vielleicht irgendwie einen Promi-Bonus geniessen. Man wird es sehen. Ob man das unter den Teppich kehren kann, gleich die Medien sind natürlich auf dem drauf. Auf was sie auch drauf sind, ist die nächste Schlagzeile. Da bleiben wir gerade beim Fußball. Weiler verlässt Aarau. Hat er Kontakt zu Basel? Das ist die Basler Zeitung. Und Steff, ich habe mich da...
ich habe mich da gefragt, ja, natürlich wird der Kontakt zu Basel haben. Ich habe auch Kontakt zu Basel. Ja, jeder hat Kontakt zu Basel. Wenn man da mal kurz drauf schaut, auf die Seite geht vom FC Basel, dann ist es nämlich absolut kein Problem, da Kontakt hat zum FC Basel. Einfach anrufen auf 061 375 1010. Und schon hat man Kontakt zu Basel, die wir natürlich jedem Fußballfan wärmstens empfehlen, stehen in Kontakt mit dem FC Basel. René Weiler, selbstverständlich auch später bei uns ein Thema. Warum will einer seinen Vertrag auflösen, der noch 2 Jahre dauert? Höchstwahrscheinlich nicht, dass er dann arbeitslos ist. Wie gesagt, Trainerdiskussion ein bisschen später bei uns. Einer, der heute Morgen uneinsichtig war, haben wir vorhin gesehen, Jan Ullrich. Lustigerweise im Verlauf des Tages hat der gesunde Menschenverstand bei ihm wieder eingesetzt. Unverzeihlich, Riesenfehler, bin schockiert. Ist er ein bisschen versöhnlich, oder nicht? Als er gleich noch zur Einsicht kommt, oder hat ihm das der PR-Berater gesagt? Ich weiß nicht, welche Aussage wirklich von ihm stammt. Es gibt ja gewisse Leute, wenn sie 3 Tage nichts trinken, sind sie endlich auf einmal bei 0,8 Promille wieder. Ob der Ullrich dazugehört, wird sich zeigen. Aber eben, es ist wirklich rasant, oder? Wir haben den Domi Egerter bei uns als Gast, Jan Ullrich in der Presseschau und natürlich auch natürlich der Fall, der jetzt vor Gericht kommt, Ende des Wochenendes. Also einiges. Sonst aber weitere Schlagzeilen, die wir natürlich noch angehen wollen. Wenn wir selbstverständlich anschauen, was hat heute Schlagzeilen gemacht am 21. Mai? 10.06 Uhr, Bern verpflichtet Holloway. Der SC Bern verstärkt sich mit dem kanadischen Flügel Bud Holloway. Der 26-Jährige spielte zuletzt bei Skellefteå in Schweden. 10.54 Uhr, letzte WM für Ribéry. Franck Ribéry hat bekannt gegeben, dass er in Brasilien zum letzten Mal an einer WM teilnimmt. Der Bayern-Franzose ist 31 Jahre alt. 11.45 Uhr, Schaaf wird Trainer bei Frankfurt. Thomas Schaaf hat einen neuen Job. Der langjährige Coach von Werder Bremen wird in Frankfurt Nachfolger von Armin Fee. 14.08 Uhr, Olympia 2016 wieder in London. Rio liegt im Zeitplan für Olympia 2016 weit zurück. Als Notnagel könnte London einspringen, das die Spiele 2012 ausrichtete. 14.38 Uhr, SFL geht Hooligan-Problem an. Die Swiss Football League will gegen gewalttätige Fans hart vorgehen. Eine neue Expertengruppe soll helfen, das Problem zu lösen. Begrüßenswert finde ich die letzte Schlagzeile. Ich würde vorschlagen, wir bleiben beim Ball. Der gelbe Filzball kommt wieder ins Spiel. Und zwar ist ja das zweite Matchturnier dieser Saison, das startet am Wochenende in Paris. French Open, Gabriel, kann man sagen. Der Coupe de Mousquetaire, was darum geht, wo der Roger Federer gewonnen hat. Ein Turnier, das nicht unbedingt für ihn gemacht ist. Oder wie ist die Ausgangslage auf Sand? Ja, dafür ist er wenigstens der Einzige, der die Dominanz von Rafa Nadal in den letzten Jahren unterbrechen konnte. 2009 der Federer mit seinem Titel in Roland Garros. Wie angesprochen, Rafa Nadal, der grosse Favorit auf dem Papier. 8 von den letzten 9 French Open-Titel hat er sich unter den Nagel gerissen. Frech. Trotzdem, viele sagen, der Rafa ist nicht in Topform. Und wir haben auch mit unserem Tennis-Experten Michael Kratoch will können reden haben. Von ihm wollen wir hören, ja, wenn nicht der Rafael Nadal, wer sind denn die Favoriten bei den diesjährigen French Open und wie stehen die Chancen für unsere Schweizer? Wenn man einen vielleicht rauspicken sollte, der einen Millimeter Vorsprung hat, dann würde ich vielleicht auf einen Novak tippen. Das ist ja so, ich glaube, er ist in der Pole Position, aber trotzdem, ich glaube, es ist so offen wie noch nie und das macht es natürlich extrem spannend, vor allem aus Schweizer Sicht, für den Dodger und für den Stan, die von mir aus gesehen so grosse Chancen haben wie schon lange nicht mehr. Grosse Chancen wie schon lange nicht mehr. Er traut noch etwas zu, hä? Ja, Federer bestärkt durch seine Doppelzwilling, den Wawrinka, als Sieger vom ersten Grand Slam von diesem Jahr. An die zwei, warum nicht? Wobei, wenn ich mir einen Tipp geben auf Roger oder auf Stan, würde ich auch eher auf Stan tippen. Ja, wir können uns gerade mal anschauen, eigentlich, oder? Wie sie so gespielt haben, wie sie da so ihre Spiele absolviert haben in den letzten Jahren. Mal angefangen vor 2009, wo der Roger eben gewonnen hat. Das spricht eigentlich schon viel für den Roger, dass er bisher besser abgeschlossen hat. Ja, der Stan, der 3-mal im Achtelfinale gespielt hat, letztes Jahr am weitesten kam mit dem Viertelfinale. Der Roger, wo man nicht so recht weiss, wie kann er die Nacht durchschlafen, ist er bekräftet oder nicht, ist er voll fokussiert. Aber der Stan ist ja manchmal auch ein bisschen ein Tischbömpel, oder? Weiss auch nicht, dass er recht top oder flop. Warum ist das echt so? Absolut. Ja, warum und wieso, das haben wir natürlich auch gerade von Michael Kratoch will wissen. Und wie du es angesprochen hast, auch wenn auf dem Federer, auf dem Papier der Roger Federer eigentlich Favorit ist, sieht Michael Kratoch den Wawrinka als heißes Eisen im Feuer für die Schweizer. Warum? Das hören wir jetzt.
Er kann wirklich das beste Tennis spielen von allen, oder er kann am schnellsten den Ball beschleunigen im Moment. Er ist eigentlich die gefährlichste Waffe auf dem Markt, würde ich sagen. Aber auch die mit der grössten Ausfallrate. Also von dem her, bei ihm ist möglich, dass er die Grand Slam gewinnt und plötzlich in Pole Position ist, auch die Nummer 1 sein am Ende vom Jahr. Oder eben, es kann auch hinten raus und er kann früh ausscheiden. Also es ist brutal schwierig zu sagen, was kommt. Ja, was jetzt? Der Wawrinka ist gewappnet, ja, was gewappnet für die French Open. Gewappnet. Absolut, gewappnet, er ist sowas parat. Und wir werden das natürlich verfolgen, auch in den nächsten Wochen. Dann natürlich ein Thema. Der Favorit Nadal, kommen wir auf ihn zurück. Ja, du hast gesagt, wir wissen nicht so recht, wie er in Sandplatzform ist oder nicht. Auf jeden Fall ist er extrem entspannt. Wir haben ein Video gefunden von Rafa Nadal. Der ist nicht beim Trainieren. Der ist super am Chillen. Hola, compañeros. Bald beginnen ja die French Open. Roger, Stan sind sicher hart am Trainieren. Ist auch klar, sie verlieren ja auch gegen Leute wie Chardy oder Haas. Für mich ist die Vorbereitung hier am Pool auch sehr kräfteraubend, anstrengend. Ich chille ein bisschen hier und relaxe. Und die beiden Schweizer, ich nehme sie trotzdem auseinander. Und zwar mit links. Er schlägt sie mit links, der Linkshänder Rafa Nadal. Wir schauen mal, ob er seinen Worten Taten folgen kann bei der French Open. Etwas, das ein Spieler durchgezogen hat, ist Stanislas Wawrinka oder eben neu nur noch Stan Wawrinka. Offiziell auf der ATP-Tour heisst er nur noch Stan Wawrinka. Ich finde das einen guten Ansatz. In der Kürze liegt die Würze und das kann man auch auf andere anwenden. Zum Beispiel auf uns beide hier im Studio. Wenn man da ein bisschen mal die Namen lassen wirken und auch da mal die Kürze sucht, passiert etwas ganz Interessantes, Stefan. Weil der Wirt ganz kurz und bündig aus uns Schinken und Ei. Okay, Schinken und Ei, normalerweise etwas zum Morgen, zum Frühstück, dass man gestärkt ist. Aber für die Sportfans, für die Sportfreaks natürlich genau das Richtige zwischen 7 und 8 Uhr in der Sportshow. Wir reden über wieder eine Kugel, die runde Kugel. WM ist immer mehr im Fokus. Ihr lest in allen Medien, dass die WM Brasilien immer näher kommt. Und die Spieler brauchen ja Arbeitsgeräte. Das ist einerseits ein Ball, das andere ist natürlich ein Fußballschuh. Und Adidas hat vor ein paar Tagen da in Zürich den neuen Adidas-Schuh für die WM vorgestellt. Da ist er, der Schuh. So sieht er aus. Ich präsentiere ihn da ein bisschen präsentieren für euch. Ich muss sagen, das erste Mal gesehen, wenn jemand die schon Schutzschuhe sieht, so ultra die Überraschung ist nicht. Ja, also nicht. Fußballer haben sicher auf ein grosses Highlight gewartet. Es sieht fast so ein bisschen aus wie ein Fußball. Es gibt aber noch weitere Modelle, dürfen wir ja sagen. Ja, ob die jetzt wirklich besser sind. Vor allem da vorne, es hat da ganz viel Gummi und so, soll das irgendwie Grip geben für den Ball? Was hat ja, das ist also natürlich mehr, also es nicht glatt ist, dass also der Ball nicht über den Rist rutscht. Wobei, da müssen die Reporter nicht mal sagen, der Ball müssen nicht sagen, über den Rist rutscht. Aber ich hatte das Gefühl, es müsste wie etwas überraschender sein. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ja, aber wir haben natürlich dafür am Montag, wo im Seal City die neuen Schuhe von Adidas präsentiert worden sind, auch gerade mit zwei, drei Anwesenden reden. Und zwar von Barnetta und Seferovic wissen, was halten sie von den neuen Modellen? Grundsätzlich bin ich froh, dass es wieder mal ein normale Farben hat. Sie sind sehr, sehr ausgefallen gewesen, auch in den letzten Jahren. Und schwarz-weiß und nur ein kleiner Touch Orange ist, glaube wieder ein zu back to the roots, sage ich jetzt einmal. Und von dem her bin ich eigentlich sehr froh. Aber wir müssen da zum Glück nicht entscheiden. Ich glaube, wir können es nur spielen. Und es braucht immer meistens eine gewisse Zeit, wenn ein neuer Schuh kommt. Und nachher ist es wieder ganz normal für alle, wenn dann alle den Schuh tragen. Ja, etwas mal anders. Ich finde ihn geil. Und die ehrliche Meinung? Ich finde ihn super, weil wirklich sonst sind alle Fußballschuhe weiss. Schwarz oder so, aber das ist wirklich mal eine andere Farbe, orange mit schwarz-weiß und ich finde es super. Aber er hat noch bessere Farbe können, aber super. Weißt du, was mir gefällt? Das Orange. Nein, früher waren sie weiß oder schwarz. Endlich sind sie mal ein bisschen anders. Genau, und zwar orange, oder? Ja, schwarz und weiß per se keine Farbe, aber das ist für andere, nicht für Fußballer. Ich habe persönlich ein bisschen gehofft, dass die Revolution, die Adidas und auch Nike, der Mitbewerber, hat, angekündigt, dass die
im Einsatz werden sie in der WM. Nike schafft es mit dem Modell Magista der WM im Einsatz sein. Adidas nicht unbedingt, wir können uns die Schuhe mal anschauen. Adidas hat ja, das ist noch lustig, ein paar Stunden, glaube ich, nur vor Nike den Schuh veröffentlicht. Der Nike ist, wie gesagt, im Einsatz von den Topstars der WM. Der Adidas hat niemand so gesehen, weiss, glaube ich, auch niemand, ob es nicht wird geben, ob die Schuhe so funktionieren mit dem eingeneigten Socken. Ob sie es vielleicht extra der Konkurrenz gesteckt haben, um sie für falsche Fährten zu locken, das werden wir jetzt nicht so beschuldigen. Ist möglich. Könnte sie, eventuell. Was definitiv ist, sind unsere Studiogäste heute in der Sportshow. Hallo zusammen, ich bin der Baikal, Tennisspieler von Beruf und freue mich auf die Sportshow. Nicht so schlecht für einen Bau ohne Luft. Definitiv. Aber ganz viel Luft oder ganz viel Strom hat die nächste Story. Oh, ich freue mich darauf. Ein Fundstück aus dem Netz, das ich gefunden habe. Es ist nicht ganz neu. In Norwegen gibt es eine Sportsendung. Golden Goal heisst die auf dem Sender TV2. Die beiden Moderatoren haben zwei Fußballteams sich zusammengestellt. Und der eine hat dem Team vom anderen, der Spieler vom anderen, können Elektroschocks verpassen. Muss mal schauen, äußerst sehenswert. I'm living in that 21st century. Du Nein, sie läuft länger! Ja, mal, ja. Oh, det gjorde godt. Det synes jeg er deilig. Sånn, Lunde kom. Dette altfor bra. Han jo kjempe... Han reagerer så bra. Som ditt mann, da! Men så flink! Det er bra ball, Thomas! Kom igjen, Tina! Ja, jeg syns det. Ja. Nei! Kan du Ja, Norge. Deilig. Så tar vi presset der. Norge Førkopp er så pysete at det er helt utrolig. Nå er pluggen opp. Sikkert. Du, la Jørgen, det straffe! Ikke rør Morgan! Sorry, Fjertoft! Eine ganz tolle Idee, würde ich auch hier bei der Sportshow im Studio einführen. So ein Knöpfchen für dich und mich. Da könnten wir schauen, wer noch mehr am Reden ist oder nicht. Der Christian Gossert hat übrigens auch schon sehr grosses Interesse an dieser Technologie bekundet. Er wird das gerne nächste Saison bei all seinen Spielen und vor allem bei den Trainern einsetzen. Oh, weißt du, das Bild steht mal vor der Trainerbank. Zack! Und jedes Mal putzt einen. Wir bleiben beim Fußball reden über die Thematik, die interessiert. Wer wird Trainer vom FC Basel? Wir können verraten, wir werden es nicht, so weit wollen wir schon mal vorweggreifen. Und mit dem Baikal Kulaxis Zoglu besprechen wir, wer auf das Trainerkarussell beim FC Basel aufspringen kann. The Sport Show, presented by Samsung. Hey, wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Asics Muscle Support. When breaking counts, you can count on us.
Continental. Zur Premiere des weltersten Curved UHD-TV gibt es jetzt zu jedem Samsung UHD-TV den neuen Multiroom-Speaker geschenkt. Sichern Sie sich Ihr Angebot auf soundforfree.ch. The Sport Show, presented by Samsung. Wir sind zurück und begrüßen jetzt bei uns den Baykal Kulaksizoglu. Richtig, einfach zu langsam. Der Steff kann es viel schneller. Kulaksizoglu. Sensationell. Hoi. Typischer Bümplitzer Nachname. Ja, kann man fast so sagen. Ja. Nicht ganz typisch ist, heute Morgen, heute Vormittag noch Abschlussprüfung gehabt. Jetzt direkt bei uns gerade in die Sportshow in der Mitte am Platz nehmen. Was war es gewesen? Und was ist es gegangen? Wie ist es gelaufen? Heute war es recht gewesen und da habe ich nicht immer recht, aber heute habe ich wirklich in der Schule recht gehabt. Und es war eine schwierige Prüfung gewesen. Was machst du für eine Ausbildung oder bist du am Abschliessen? Also jetzt mache ich das Handelsdiplom. Das ist sicher etwas Gutes für die Zukunft. Du bist noch Fußballer beim FC Duggen. Wir wollen dich schnell grafisch anschauen, wo du überall warst, Baykal. Es gibt zwar keinen Pokal für die meisten Clubs, auch wenn es 10 sind in 13 Jahren. Bist du nicht schlecht im Trikot sammeln? Ja, das kann man so sagen. Aber ich denke, es waren schöne Erfahrungen. Und ja, jetzt gehen wir einen neuen Weg. Es ist einiges zusammengekommen. Neuer Weg. Was ist der neue Weg? Was ist der aktuelle Weg von dir? Eben, aktuell habe ich jetzt noch die Saisonabschluss in Duggen und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Das ist die Runde vor Schluss, der Match Meister Leader Könitz. Nur ein Punkt hinten drin, rechnet er noch etwas aus? Wir haben die Ambitionen nicht zum Aufsteigen, wir haben auch die Lizenz nicht eingegeben. Also ist das gar, das Aufstiegsspiel wäre gar kein Thema bei euch? Nein, nein. Wir wollen über den Schweizer Meister reden, bei einem Club, der Baykal natürlich auch war. Absolut. Der FC Basel, die Entscheidung der Super League, die ist ja gefallen. Basel mit 7 Punkten Vorsprung sind sie Meister geworden. Zum 5. Mal in Serie haben sie das geschafft und sich somit auch direkte und so wichtige Champions League fixe Platz für die Gruppenphase können sichern. Und so hat es ausgesehen in Basel. Die 5. Meister 4 nacheinander. Wie verfolgst du das? Hey, Alte, haben sie gefeiert, hä? Das war auch gerne dabei. Aber es ist schon, mit Af- es ist schon geil. Ja, es ist einfach eine hohe Schule, dort, was dort in Basel abgeht. Die Zuschauer sind sensationell. Unterstützen die Mannschaft wirklich extrem geil. Und, ja, ich durfte dort spielen. Und, es waren schöne Momente. Wir haben zwar den Meistertitel nicht geholt, aber ja, es war cool gewesen. Wie ist eigentlich dein Bezug noch zu diesem Team? Wirst du da noch eingeladen an die Feiern? Bist du da noch involviert bis zu einem gewissen Grad? Nein, involviert nicht, aber ich denke, ich habe zu vielen Spielern in der Super League, auch im Ausland, habe ich Kontakt. Und ja, es macht immer Spass, immer wieder neue Leute zu hören und mit denen über Fußball zu reden. Der Trainer hat müssen gehen beim FC Basel zu einem Zeitpunkt, der für Außenstehende, glaube ich, recht untypisch ist, mit der direkten Qualifikation, Champions League Gruppenphase, mit dem Meistertitel, wieder im Cup-Final war man. Ist die Training von Murat Yakin unausweichlich gewesen? Ist sie nötig gewesen? Von meiner Sicht her ist es nötig gewesen. Ich habe das mal vor ein paar Jahren bei Magath erlebt, wo Bayern den Schnitt gemacht hat, obwohl dass er den Double-Cold hatte. Ja. Aber es ist halt einfach nicht nur das Sportliche, das im Vordergrund ist. Und das Interne hat ihm das Knick gebrochen, denke ich. Wenn wichtige Stammspieler nach einer Partei ergreifen für Spieler, die unzufrieden sind oder Probleme hatten. Gegen den Trainer? Ja, denke ich schon. Das hat man gehört, so munkeln. Und dann wird es schwierig für einen Trainer, egal was er leistet, sportlich. Und sportlich hat er eben den 5. Titel in Serie geschafft, Murat Yakin. Trotzdem, der Platz ist jetzt frei, zu Basel an der Seitenlinie. Das schreit förmlich nach einem Stelleninserat. Und da sind wir von der Sportshow auf die Suche gegangen und fündig geworden.
Ja, ich meine, da hat man ja ganz klare Vorstellungen, was beim FC Basel für einen Mann, für eine Person, für eine Persönlichkeit am Rand muss stehen. Und so sieht das etwa aus. Wenn man ganz gut geht, suchen kann, jawohl, dort Trainer, oben passt schon mal, oder? Trainer, genau. Und zack, schau jetzt, Fußballtrainer, erste Mannschaft, 100% Job logischerweise. Und was man mitbringen soll, ein kleines Ego. Kenntnisse im Umgang mit Königen. Flair für attraktiven Fußball. Verständnis für klare Hierarchien, das ist logisch. Und ideal wäre auch noch ein Wundermittel für Matthias Delgado. Dass der endlich wieder anständig spielt. FC Basel bietet im Gegenzug einen Arbeitsplatz in der frischen Luft, eine Meistergarantie, selbstverständlich, aber auch ein unruhiges Umfeld, ein schlagkräftige Fans und eine einvernehmliche Lösung bei atmosphärischen Störungen. Und unter Gabriel, schau mal, das Kleidruckte. Immer ganz wichtig, nie vergessen, auch das Kleidruckte lesen. Haben wir Interesse geweckt, sehen Sie, wir bewegen uns das hier. Ups. Und Physiker und Neben- und Wirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. So, wir sind gespannt, wer als nächstes beim FCB wird Trainer sein. Hast du dich beworben, Paiki? Ja, ich selber nicht, nein. So weit bin ich noch nicht. Ich habe das B-Diplom abgeschlossen. Aber ja, irgendein ist wieso nicht. Also, Pro-Lizenz möchtest du machen? Auf jeden Fall. Schauen wir uns doch mal an, wer könnten mögliche Trainerkandidaten sein? Wortwörtliches Trainerkarussell. Genau das ist die grosse Frage hier in Basel. Wer macht es? Wer wird Nachfolger von Murat Yakin? Es kursieren diverse Namen. Gehen wir die doch mal einzeln durch. Der Paulo Sousa, Trainer in Israel, der Portugies. Er möglicherweise ein Kandidat. Dort ist das Problem, er kann kein Deutsch und er hat noch Vertrag. Also gehen wir vielleicht mal in die Bundesliga. Der Thomas Tuchel, der Ex-Mainz-Coach, hat einen tollen Fußball spielen lassen. Er wäre theoretisch frei. Ebenso frei sein Assistent, sein Ex-Assistent, Martin Schmidt. Er hat bei Mainz keinen Vertrag unterschrieben, könnte also theoretisch wechseln. Der Roberto Di Matteo, ein ganz grosser Name im internationalen Fußball, spätestens seit dem Sieg mit Chelsea in der Champions League. Er ist jetzt frei, allerdings seine Gehaltsvorstellungen wahrscheinlich auch relativ hoch. Ob das Basel will und kann zahlen, ist natürlich fraglich. In der Schweiz selber haben wir René Weiler. Er wäre ein Kandidat, sehr erfolgreicher Trainer. Die Frage ist dort, kann er dem Druck standhalten? Hat er genug Charisma, um hier in Basel zu arbeiten? Thorsten Fink, ein Name, den man immer wieder hört, bei Basel Trainer gewesen, wäre jetzt ebenfalls frei, könnte zurückkommen. Das also vielleicht eine Option. Ebenfalls eine Option, man höre und staune, der Urs Fischer, das FCZ Urgestein, der bei Thun einen super Job macht. Er vielleicht auch ein Kandidat, also da wird natürlich alles heiß spekuliert. Fakt ist, ich gehe davon aus, dass der Nachfolger relativ bald bekannt geben wird. Vielleicht schon Ende Woche oder anfangs nächste Woche, weil es geht ja auch wieder gleich los. Also da sollte man durchaus nicht so lange zögern. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, wie es rauskommt. Zurück ins Studio. Ja, besten Dank, Matthias Germann. Interessantes Trainerkarussell, finde ich. Einen fehlt. Michael Skippe von GC. Sagt, ich will mich, sagt schon fast ungefragt immer wieder, ich will meinen Vertrag erfüllen. Sagt aber auch, es ist immer noch zu viel Erich Vogel in den Mauern von GC. Mhm. Provoziert er seinen Abgang? Hat er Chance auf einen Basel-Job? Ich weiss nicht, ob er im Basel ein Thema ist, aber bei GC ist er noch nicht überall in Bergen. Ob er es selber provozieren will, ja, ich bin der gleichen Meinung wie du. Und durch das denke ich auch, dass René Weiler jetzt ja, seinen Vertrag auflösen dort in Aarau. Ein Trainer, der einen Job hat in der Super League, löst nicht den Vertrag einfach auf, wenn er nicht schon Perspektiven für die Zukunft hat. Sprich, er würde zu GC gehen. Weil Basel, glaube ich, er sagt selber, ich empfehle mich für höhere Aufgaben, aber Basel ist, glaube ich, noch etwas zu hoch, oder nicht? Denke ich auch nicht, dass er das Profil mitbringt, dass er beim FC Basel Trainer sein könnte. Aber bei GC sicher ein interessanter Mann und sicher ein grosser Befürworter mit dem Erich Vogel. Der ja. Matteo Fink, die Namen für dich? Also ich denke, der Fink ist ein grosses Thema. Also Skippe, Fink, Sousa, denke ich, könnte Ablenkung sein. Das ist ein Strohfeuer, oder? Zum Medien ein bisschen, weil der kann nicht Deutsch. Basel hat, weiss nicht, wenn er einen Trainer kann, der nicht Deutsch kann. Kennt den Schweizer Fußball höchstwahrscheinlich nicht. Was Basel doch voraussetzt. Das ist doch ein Strohfeuer. Ja, Leistungsausweis als Spieler hat er gehabt und in jungen Jahren schon jetzt Champions League Erfahrung in Israel gesammelt. Das ist sicher ja, nicht nichts. Aber wie du gesagt hast, bei der gleichen Meinung, dass es ja, einer ist, der Schweizer Fußball kennt und ja. Was Sprache. Ja, genau. Skippe oder Fink, legen wir uns fest? Ich sage Fink. Das heißt Fink. Ich würde auf Andrew Fink tendieren.
Vom Skip. Dafür kann ich nicht mal sagen, ich habe es gesagt. So, also der Uli Forte ist ebenfalls Trainer, ist sich da bei IB pudelwohl aktuell. Und die Spieler, die sind ja momentan in der Ferie. Wir haben mal stellvertretend für die kleine Superliga-Sommerpause vom Uli Forte wissen, was macht er eigentlich, was für Konsequenzen gibt es, wenn seine Spieler mit Übergewicht aus der Ferie zurückkommen? Ja, dann ist es pro 100 Gramm 100 Franken, ganz einfach. Das ist relativ teuer, oder? Ja, so muss es sein, weil ich sage immer wieder den Spieler, der Körper ist das Kapital der Spieler und wenn das Kapital beschädigt ist oder nicht in Form ist oder nicht auf Hochglanz poliert ist, dann wird es schwierig, um Leistung zu bringen. 100 Franken pro 100 Gramm, wie viel müsstest du zahlen? Ich bin absolut der Topform, weißt? Das sind Kampfkolosse, wenn Shaqiri macht das so mit der Masse. Weißt? Wenn Bike mal in Bewegung ist, dann... Ich glaube, der Bike hat auch bezahlt, dann ist er gegangen. Nein, das hat der Bike nie. Nie? Nie Franken zahlt. Aber ich muss sagen, der Uli Forte sagt das richtig. Jetzt, wenn man den Schritt vom Spieler zum Trainer macht, ja, hat es schon mehr Bedeutung, als wenn man noch Spieler ist. Also bevor dass wir da noch das Gewicht erhöhen oder das Niveau zu fest senken, gehen wir von der kleinen Summerbreak in der Super League zum Powerbreak in der Sportshow. Ciao zusammen, ich bin Dominik Hegeter und ich bin jetzt gerade in der Sportshow. Ich freue mich schon auf den Domi Egeter, wenn er hier bei uns in der Sportshow ist. Aber wir bleiben noch beim Biken und beim Fußball. Diesen Samstag ist es endlich soweit. Das grosse Spiel auf europäischer Club-Ebene. Das rein spanische Final um Champions League zwischen Real Madrid und Atletico Madrid. Für dich, Biken, auch das Highlight. Etwas, was sich niemand kann, niemand sollen gehen lassen. Ja, es ist sicher ganz, ganz eine spezielle Affiche, weil es die Stadtderby ist. Madrid, es wird brennen dort in Lissabon und ich bin wirklich extrem gespannt. Ich habe falsche Prognosen gemacht in der letzten Sendung. Ich habe daheim wegen dem ein bisschen Puff bekommen. Meine Schwiegermutter und Frau ist Spanierin und ich, weil ich gesagt habe, Bayern wird sowieso weiterkommen, hat es daheim ist der Haussegen ein bisschen schief gelegen. Und das mal, Gott sei Dank, ist spanische Affische und da kann ich nichts falsch machen. Bike hat auf dem Sofa müssen übernachten wahrscheinlich. Ja, es ist das erste Mal in der Geschichte von der Champions League, dass es ein rein städtisches Derby ist. Real hat nach dem Gareth Bale die grösste Mannschaft, der grösste Club der Welt, haben nur Copa del Rey gewonnen. Gegen Barcelona kann man sagen, Real kann eine Saison retten. Atletico, der schon Meister ist, kann sie krönen. Absolut, das sagst du richtig. Es gibt einfach viele Verletzte bei beiden Mannschaften. Ich bin gespannt, wer da auflaufen kann. Cristiano Ronaldo, Bale, hast gesagt, der Costa kann nicht spielen. Es wird sehr, sehr spannend. Atletico sagt, der Real-Trainer selber, selbst wenn die angreifen, die machen nicht auf, die stehen kompakt, die kannst du nicht packen. Es ist eine kampfbereite Mannschaft, eine laufbereite Mannschaft. Wie packt sie eben der spanische Meister? Also ich muss denen sowieso ein Kompliment machen. Schon der Trainer ist eigentlich der Aggressivleiter an der Linie. So empfinde ich es empfinden und die Mannschaft tritt auch so auf. Aber wenn Real Madrid so auftritt wie gegen München, also das ist wirklich... ganz, ganz grosses Kino gewesen, werden sie dann final für sich entscheiden. Für mich Favorit. Okay, und nicht nur ganz grosses Kino, sondern auch ganz grosses Portemonnaie haben die Teams, oder auch eins von beiden Teams. Wir haben mal in dem Teamcheck, in unserem Vergleich zwischen Real Madrid und Atletico Madrid, den Marktwert angeschaut. Das ist eigentlich schon unglaublich, wenn man das so anschaut. 180 Millionen gegenüber 204 Millionen. Also zwei Spieler, 180 Millionen und die letzte Startformation ist nur wesentlich mehr wert. Also das ist unfassbar, die Zustände, die man dort hat. Alles andere als ein Champions League-Sieg ist einfach ein Skandal dort bei den Königlichen. Ja, das wird so aufgefasst und die Erwartungen sind sicher hoch. Aber man sieht ja gerade in dieser Statistik, manchmal ist nicht nur das Geld entscheidend. Also der Teamgeist, der dort in
Atletico Madrid herrscht, denke ich, ist genauso viel wert. Und ja, ich, ehrlich gesagt, wenn sie den Schwung mitnehmen von der Meisterschaft, weil gegen Barca haben sie wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ja. Der längt es, der längt es. Ich tippe ein bisschen auf Atletico. Ich hoffe, so ein bisschen, dass die Überraschung da stattfindet und die zu Double holen. Fände ich cool. Wäre es eine Überraschung? Also, wir haben ja noch weitere Stimmen eingefangen. Nicht, dass deine nicht würde lange als Fußballexperte da bei uns in der Sportshow. Haben wir die Möglichkeit gehabt, mit dem Josip Drmić noch zu reden und auch bei ihm sein Statement, sein Favorit, sein Tipp abzuholen für das grosse Champions League-Final vom Samstag. Man sagt ja immer nach dem Namen, ist eigentlich der Real Madrid der Favorit, die Königlichen. Aber ich muss sagen, dass Atletico diese Saison vor allem sich sehr, sehr hineingeschickt hat. Und vor allem, sie haben sich so fest Mühe gegeben, dass sie so stark geworden sind. Vor allem, sie sind als Mannschaft gut. Und wie schon gesagt, eine hervorragende Saison. Und ich glaube, weil sie halt eben so einen guten Lauf haben, werden sie sehr, sehr grosse Chancen haben. Aber ich glaube, Real hat grosse Spieler, grossen Namen und werden dagegen haben. Aber ich sehe die Chancen eher für Atletico. Also, ich habe einmal notiert: Eckli, Atletico, Drmić, Atletico, Balki. Real Madrid. Danke vielmals. Da haben wir wenigstens 2-2, weil ich sehe es auch so. Der Königstitel für die Königlichen. Also, lassen wir uns überraschen und sind natürlich auch live und hautnah dabei. Hier bei uns auf dem 360-Player können Sie natürlich das Spiel der Spiele, der Champions League Final am Samstag live mitverfolgen ab 8. Da also unbedingt reinschalten. Und etwas hast du noch mitgebracht, was du mir gar nicht übergeben hast. Ich bin ja, ich habe so, da schon ein paar Bilder. So Panini-Bilder, oder? Wir haben die Bilder angeschaut. Ich sage noch schnell an dieser Stelle, apropos Fußballnationalmannschaft, die sind ja jetzt eingerückt, die erste Teil der Mannschaft, die seit die Woche trainieren in Feusisbergen. Sie sind eingerückt und jetzt geht es dort richtig an die Zecke. Jetzt war es noch ein bisschen chillig, aber diese Woche fängt das Training so richtig an. Und ab nächsten Mittwoch werden wir in der Sportshow heute Nacht mit dabei sein und regelmässig berichten vor und während der WM. Immer ein grosser Teil unserer Sendung, der sich um ja, das grösste Sportevent der Welt handelt und sich um die WM umdreht. Wer hast du da verwünscht? Mesut Özil. Also, schöne Augen. Ja, sehr schöne Augen und ein wichtiger Spieler. Jetzt hören wir auf mit dem Pessimismus. Ex-Real. Ex-Real. Das ist nicht Pessimismus, wenn ich sage, lustige Augen. Was hat das mit Pessimismus zu tun? Dann haben wir nämlich ihn, den wir jetzt hier einkleben. Während du noch gerade sagen kannst, was nach der Werbung auf uns zukommt, hier im Studio. Wir geben Gas, wir liegen richtig hart in Kurven und wir wollen ihn auf den Zang fühlen, einem, der auf 200 Rädchen extrem schnell unterwegs ist, der Dominik Hegeter. Werden wir sehen nach der Werbung. Baikal, merci vielmals für den Besuch bei uns im Studio. Jederzeit gerne wieder. Toi, 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 dass die Prüfungen gut sind gelaufen. Ja. Ja, danke vielmals. Gute Note. Dann hoffen wir auf die beste Note und ich mich schon auf eine ganz spezielle Challenge und Battle nach der Pause. The Sports Show, presented by Samsung. Hey, wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Essex Muscle Support. Yeah.
When braking counts, you can count on us. Continental. Sport Show, presented by Samsung. Wir haben Benzin im Blut. Wir geben Gas. Der Dominik Gegeter ist bei uns, Moto2-Fahrer. Ganz herzlich willkommen, Dominik. Ich frage mich, wie bequem ist es in dem? Ja, sehr bequem. Komm, hör auf. Komm, hör auf. Ja, sicher. Fast wie meine zweite Haut. Das ist sicher das, was ich meisten fast annehmen, sicher auf dem TÜV. Und ja, hallo zusammen. Salut, Tommy. Ja, wenn du aber so einen so neu bekommst, oder? So den Helm und das Kombi, muss man ein bisschen eintragen. Kannst du 2-3 Nächte mit schlafen, oder? Ja, nein, schon nicht gerade. Also, das sind sicher sehr maßgeschneiderte Kombi, alles passt sehr gut. Ja. Und ja, vielleicht beim ersten Mal musst du schon ein bisschen eintragen, aber dann kannst du ab auf den TÜV gerade. Polstep ist ja auch sehr gut, oder? Das ist wichtig hier bei unserer Sportshow. So zwischen Stefan und mir, da weiss man nie, was auf einem zukommt. Als allererstes gehen wir locker ein. Letztes Wochenende in Frankreich, 7. Platz, bester Schweizer. Aber ich weiss, der Herr Regenter ist gar nicht zufrieden. Ja, zufrieden bin ich sicher nicht. Eine Woche vorher waren wir in Keres, da bin ich Zweiter geworden, mein bestes Ergebnis. Das ist übrigens der Pokal. Hier, über den Pokal. Ein zweiter Platz, ist das nicht so ein bisschen, es sieht ein bisschen aus wie nach einem Schützenfest. Ja, ich habe Weingläser, die schöner aussehen, aber hat sicher einen emotionalen Wert. Ja, sicher. Es war mein bestes Ergebnis in der WM. Und, von dem her war ich sicher ein enttäuscht in Le Mans mit dem 7. Platz. Wir haben schon im Qualifying am Samstag ist nicht so gut gelaufen mit dem 15. Startplatz. Wir mussten das Rennen ausstarten. Und von dem her ja, sicher ein enttäuschendes Rennen gewesen. Allgemein, wenn man aber auf die Saison schaut, und das wenn man jetzt gerade, Tommy, dann ist es bisher doch aus Schweizer Sicht bei dir am besten gelaufen. Du bist hinter dem Rabat Calio Vinales auf dem 4. Platz im Gesamtklassement, bist auf Tuchfüllung für Platz 3 und liegst eben vor Tom Lüthi, Randy Krummenacher, du hast es angesprochen, vor allem dein 2. Platz in Jerez in Spanien, der hat sehr, sehr gut da. Und da kannst du mit geschwellter Brust in der Schweiz rumlaufen und sagen, mal, ich bin Nummer 1 auf 2 Rädern. Ja, das ist sicher nicht das Ziel, das Nummer 1 zu sein hier in der Schweiz. Ich fahre im Weltmeisterschaft. Ja, die Leute sagen das Gleiche. Bei den Leuten ist jetzt, glaube ich, ein bisschen sauer. Ihr seid so bescheuert. Ja, hat er mal irgendetwas, hat er mal einen rausgelassen, spätestens nach Keres, den er gefunden hat? Tommy, kannst du mal wieder ein bisschen bremsen? Nein, also wir sind eigentlich neben der Strecke, sind wir gute Kollegen. Sicher auf der Strecke sind wir sicher Konkurrenten. Tommy, willst du die ehrliche Antwort? Ja, sicher. Also ja, gute Kollegen. Wir sind nicht beste Kollegen, aber wir sagen uns Hallo, wie geht's und so. Aber dann über das Renngeschehen oder über das Setting des TÜV reden wir natürlich schon nicht. Das ist ja gut, das ist absolut ein Geheim. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass aber er den gleich jetzt, auch wenn er zuschaut oder spätestens, wenn ihr das nächste Mal auf der Strecke seht, da unbedingt wieder einen zurückgeben will, wieder das bringen. Mich würde interessieren, es ist Sonntag in einer Woche so weit, dass wir am 1. Juni dann Mugello haben, das nächste Rennen in Italien. Und abgesehen von Jerez und vom Saisonfinale in Valencia ist in Mugello eine unglaubliche Stimmung. Das sind wirklich Motorsport-verrückte Fans. Ein Riesen drumherum und sicher auch für euch ein besonderes Highlight, das Rennen. Ja, sicher. Italien ist sicher ein schönes Rennen. Es kommen sehr viele Fans. Wie gesagt, verrückte Fans. Also musst du Torenstöpsel rein tun für das Schlafen, weil die machen riesen Lärm die ganze Nacht. Und es reisen zwischen 150 und 200'000 Leute an. Und es ist immer schön, nach dem Zieleinfahrt wirklich spürt man die Leute, wie sie fahren. Ja. Wie viel Gars füllt der Domi Egeter für an die Rennen? Weißt du, so dein Fanclub? Wie viel Gars braucht es da?
Also wir haben mit meinem Fanclub gehen wir gegen einmal pro Jahr ein Rennen und dieses Jahr gehen sie auf Assen und dann füllen wir ein Gar. Assen, ja. Okay, gut. Warum nicht? Apropos Fans, wir wollen natürlich auch heute wieder eine Umfrage machen. Und der Dominik Gegeter, der hat den Pokal mitgebracht von dem zweiten Platz. Unsere User-Umfrage, die auf sport.ch schon am Laufen ist. Schafft der Dominik Gegeter dieses Jahr sein erst GP-Sieg oder nicht? Der Pokal wie gross ist die Wahrscheinlichkeit? Der Pokal müsste schöner sein, dass der Gas ist, oder? Ja, aber Pokal, das ist immer schwierig zu sagen. Da kommt man jedem Rennen anderen über. Das ist immer ein bisschen... abgesehen eben vom Rennen. Aber die Chancen waren dieses Jahr schon eigentlich recht gross. Eben in Jerez konnte ich den zweiten Platz rausfahren, bei 2 Sekunden in einem Leader. Wir haben gegen noch 13 Rennen. Und ich probiere natürlich das in jedem Rennen zu arbeiten. Ja. Was macht denn die Töpfe so unterschiedlich schnell? Ist es nur gerade Chassis? Weil die Motoren sind ja mehr oder weniger identisch, oder? Genau, die Motoren. Wir haben alle 600 Kubikmotoren drin, Honda. Und was die Veränderung ist eigentlich das Schweizer Chassis vom Sutter. Und es gibt dann noch andere Deutsche, wie jetzt Kalex, der sehr stark war. Aber natürlich kann man dann den Dörf einstimmen auf seinen Fahrstil. Die Reifen haben wir auch alle Dunlop die gleichen. Und ja, dann ist sicher der Fahrer, der das meiste ausmacht. Und das ist natürlich sicher auch das Motivierende. Man kann sich eigentlich mit der gleichen Ausgangslage messen. Und es ist, das muss man auch mal sagen, in dem Moto, du seit Jahren extrem nah beieinander. Also da ist nicht eine Sekunde und du bist, das sind Welten. Also schon bei ein paar Hundertstel hast du manchmal die ersten 10, die ersten 15 Fahrer da drin. Entscheidet da nicht auch manchmal ein bisschen das Glück, Tommy, bei den Qualifiers? Ja. Der Startplatz ist wichtig, du hast einen super Start, aber die Qualifiers sind auf Biegen und Brechen. Ja, sicher, im Qualifying, eben am Samstag, der Tier geht zum einen schnell in zittende Runde, wo wirklich voll ins Limit musst. Du musst jede Kurve voll im Limit fahren, jeden Millimeter ausnutzen. Und wie gesagt, ich war auf dem 15. Platz in Le Mans, hatte nur eine halbe Sekunde Rückstand gehabt. Und ja, das ist auf 15 Kurven, wo die Strecke hatte, ist eigentlich bei jeder Kurve hier ein Zehntel, hier ein Hundertstel. Und dann ja, bist du entweder 15. oder kannst eben auch in der ersten oder in der zweiten Startreihe sein. Sieg oder Niederlage, die nach zusammenliegen. Dominik, du kommst aus dem bernischen Rohrbach, ein 1400 Zählendorf ungefähr ist das. Hast du überhaupt eine Chance gehabt, einen anderen Sport zu machen? Die Eltern, die eine Garage haben geführt, du bist sicher einer gewesen, gefrisierte Töffli mit 12 mit dem Auto in die Schule? Ja, mit dem Auto noch nicht ganz. Aber du hast ja gar keine andere Chance gehabt, als Benzin im Blut zu haben, Motorenlärm. Ja, sicher. Eben die Eltern hatten ein Auto und Töffgarage daheim. Da bin ich natürlich schon von früh mit dem PW um die Haustür herumgefahren und so. Und natürlich, ja, die Öffli-Zeiten sind dann auch gekommen und von dem her, ja, bin ich so ein bisschen in die Szene reingerutscht. Hast du anderen Kollegen schon Töffel frisiert? Ja, das haben wir schon Mengen oben verbracht und Aber schau, ich könnte mir vorstellen, du bist so einer gewesen, du hast einfach so weit frisiert, dass deiner gleich noch der schnellste war, oder? Einen kleinen Vorteil hast du rausholen. Ja, wir haben natürlich schon geschaut, dass mein schnellste ist, oder? Ja, da sieht man schon, den Ehrgeiz beim Dominik Gegenteil, da gehen wir später noch darauf zurück. Zuerst, wenn wir jetzt ein bisschen mal dein Palmarès, dein bisherigen anschauen, weil es hat sehr, sehr früh angefangen, mit 1995, der 15. Rang beim Jugendmotocross, 50 Kubik. Und ja, Motocross ist schon das Thema geblieben, Schweizer Meister Motocross. Das Debüt in der MotoGP, also natürlich bei den ganz kleinen 125er in Portugal. Und Jahr für Jahr ist es immer weitergegangen. Letztes Jahr der 5. Gesamtrang. Und das Jahr eben der 1., 2. Platz. Du selber, du siehst die Kurve, du bekommst die Kurve mit, du lebst die Kurve. Würdest du sagen, der Domi Egeter, der ist genau auf dem Weg, auf dem Plan, wo er will sein? Ja, eben Plan kann man natürlich schwierig vorausplanen. Aber ich sehe sicher meine Steigerung, das sieht sicher auch die Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Und es gibt mir natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen und Motivation, immer wieder mehr zu erreichen. Und ja, jetzt eben, dieses Jahr konnte ich schon den 2. Platz holen, mein bestes Ergebnis jetzt. Und von dem her denke ich schon, dass ich meine Steigerung schon sehe. Ja. Mhm. Angefangen mit Motocross. Da kommt man in den Sinn, es gibt andere Piloten, die in der rennfreien Phase gegen Motocross fahren. Was bringt es dir für auf der Strasse? Nein. Ja, Motocross war sicher eine Sache, die ich anfangen konnte, in der Schweiz zu fahren, weil es hat ja keine Strassen, also asphaltierte
Strassenrennen, bald gesagt. Und von dem her ist das Motocross sicher ein gutes Training für den TÜV, ein gutes Feeling, das man bekommt. Das Leiden, die Kondition für Muskulatur und so ist sicher Motocross sehr ein gutes Training. Auf die Nase fallen trainiert man eigentlich auch immer, wenn man so gerüstet bist. Lehrt, das geht gut. Das ich glaube, man lernt okay. Etwas, was ich glaube, ist die Arme hernehmen, oder? Ja, genau. Eben, wenn man stürzt, ist es sicher wichtig, dass man die Arme ein bisschen zu nimmt. Ah, dass, okay. Dass die Arme nicht... Eben, Schultern, Schlüsselbein sicher bei einem Fahrer viel also ladiert. Eigentlich fast wichtiger, wie gut man fährt, ist, wie gut man kann fallen. Ja, wenn man gut fährt, dann fällt man nicht um. Oder? Ah, okay, gut, das könnte ja sein. Ausser der Marquez auf der Piste schießt. Aldi, kannst du mir mal den Pokal in die Kamera zeigen? Für? Für dass er noch nicht so alt ist. Wie alt ist er? Wie viele Wochen alt ist er? 3 Wochen. Sieht er, kann man sagen, mitgenommen aus? Ja, ein bisschen dir. Ich habe eine These. Der Fahrer sind Partynudel und Rock'n'Roller. Schau mal den Pokal an, er ist schon nicht ganz gerade. Nein, das, ja, ist, das ist natürlich vom Transportieren. Ja, klar. Ja, Logo. Ja, und der ist sicher auch mitgekommen zum Festen und zum Party machen. Du, schmeck mal. Es schmeckt noch ein bisschen nach Wein, Champagner und noch ganz viele andere Sachen. Aber ja, du bist ja auch bekannt gewesen. Eben, machst in Huttwil immer mal wieder deine Fight-Race-Partys und alles zusammen in der Turnhalle rein. Du bist bekannt, dass du auch, früher, sage ich jetzt mal, zu den Anfangszeiten, das ganze Lifestyle, das Paddock, die Girls, die Rennfahrer-Partys genossen hast. Ist das immer noch so? Ist der Domi immer noch Partynudel, der Frauenschwarm? Oder fokussierst du dich jetzt auf anders als auf die Jagd nach Girls? Ja, sicher auf die Jagd nach Girls bin ich sicher nicht, aber... Wir kommen von selber. Nein, es ist sicher, schwierig zu sagen. Ich sage jetzt mal, ja, als ich mit 16 habe angefangen habe... Erzähl nur. Ja, das bringt mich selber auch gleich raus. Die verkältet sich doch, ne? Das ist aber genau das, oder? Wenn man diese Welt mitbekommt. Du bist 2006 reingekommen mit 16. Und ja, ganz ehrlich, wir sind Männer. Wir sind hier gerade unter uns. Und wenn die Frauen zuschauen, es soll nicht respektierlich sein. Aber da kann man sich kaum mehr konzentrieren. Ja, aber man muss natürlich so professionell sein, dass man sich konzentrieren kann am Renntag oder am Rennwochenende. Und das aus Nebensachen lassen. Ja, ich muss schauen, dass ich mich konzentrieren kann. Ja, sag mal, Schwere, machen wir einen Teller Spaghetti? Das kann die nicht, oder? Ja, es ist sicher. Ja, es hat sich sicher auch ein bisschen verändert. Wir werden, bald gesagt, von den Teams mitgebracht oder je nachdem von der Agentur gemietet und so. Ja. Hand aufs Herz, die sind doch wie Matrosen, die Töfer, bei jedem GP eine. Oh. In jeder Stadt eine. Nein. Also es ist sicher, also ich bin noch Single, von dem her kann ich dort hier freien Raum. Er windet sich. Aber schön finde ich, dass du da ein bisschen ins Holpern gekommen bist bei der Aussage. Das wäre jedem so gegangen, also das ist nicht so schlimm. Hast du aktuelle Schätzchen an deiner Seite? Nein, okay. Nur mit Töf. Kurze Lieblingsfrau beschreibt, wie sollte sie sein, wie sollte sie aussehen? Sollte es irgendwas Nummer 77 tätowiert haben? Ja, wenn es irgendwo auf dem Fingernagel ist oder so, ist gut. Also, Traumfrau-Vorstellung ist nicht da? Nein, aber ja, bis jetzt habe ich die Richtige noch nicht getroffen. Und, ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bin sicher noch nicht zu alt. Nein, du spätestens nach dem ersten Sieg in der MotoGP kommt dir von selber. 24 musst du schon lange aufpassen. Ja. Nein, Domi, da wünschen wir natürlich viel, viel Glück. Jetzt wünschen wir dir viel Glück bei unserem Test, den wir haben. Wir haben etwas vorbereitet, und zwar nichts anderes als ein Quiz. Sound of Speed nennt sich das. Wir wollen dir eine Strecke zeigen, eine Strecke zum Hören geben und verlangen, oder wollen dich testen, ob du anhand vom Sound herausfindest, um welche Strecke das sich handelt. Fahrt immer beim Start an. Immer beim Start. Eine fliegende Runde, Fahrt beim Start an. Eine Strecke, die wir gefahren sind. Du, das sehen wir jetzt gerade. Nein, das können wir sagen. Es ist eine Strecke, die du gefahren bist, fahren wirst, irgendwann schon mal drumherum gedüsert bist. Strecke 1, die wir also haben. Und jetzt ganz wichtig, zuhören. So, komm jetzt. Erste Kurve. Beschleunigen. Was könnte das sein? Okay, die Hintertiebe ist schon vorbei. Ist schon vorbei? Das Rennen. 3, 2, das ist alles. 1. Ah! Keres. Ja. Wollen wir auflösen? Die Strecke, wo er den zweiten Platz geholt hat. Mugello ist es. Mugello, wo erst noch kommt, ist es. Italia, Bella Italia. Keine Chance herauszufinden.
Nein, also eben ist mit dem MotoGP Dörf gehöre ich, das gehört man. Aber müsste man sich zwei, drei Mal anhören, dass man wirklich zuerst ich habe vertieft kann. Bitte, zweiter Versuch. Bitte schön. Also, kein Problem. Wir haben noch eine zweite Strecke für dich parat. Jetzt also die zweite Strecke. Jetzt ganz gut zulassen. Ja. Er hat eine Idee. Ja, ich glaube so. Ein bisschen hören. Dann gehen wir runter und jetzt brauchen wir die Antwort von Domi Egerter. Ja, das ist schwierig zu sagen. Aber es könnte sein, dass es eben Keres ist, dass es jetzt Keres wäre. Dass jetzt könnte Keres sein? Da. Oh! Absolut korrekt! Ja, das ist ein bisschen... Oder gut zugelassen, das Moderator! Super Steilpass! Wunderbar! Ich kann einfach gut aussehen. Ich kann dich da nicht so in die Pfanne hauen hier von deinen Sponsoren. Hast du noch einen? Ja, ich hätte schon noch einen. Hast du noch einen? Ja. Glück, hast du noch einen? Also, kann einen probieren. Komm, jetzt testen wir dich mal. Also, Domi hat einen gewusst, nach etwa gefühlten 10 okay. Stunden. Und für den Steff haben wir jetzt auch einen. Komm, darf sich auch profilieren. Strecke so Nummer 3. Das kann nicht so schwer sein, denke ich. Ich weiss es. Also, stopp. Was? Bevor ich Strecke sage ich nasse Fahrbahn. Pneu hinten verliegt, ein Luft, Tank voll, das ist Laguna Seca, hundertprozentig. Und die Auflösung ist... nichts anders als... Laguna Seca! Gib das Pokal! Laguna Seca, so macht man das, Tommy. So macht man das! Also so. Kann man sagen, Sieger nach Zeit. Fragen? Stefan Eckli. Ja. Gut. Nein, eine Frage hätte ich schon noch, Tommy, nur ganz kurz. Überall hast du das Nummer 77. Sag uns kurz, warum, wieso. Für die, die es nicht wissen. Wir haben... mit dem 7. Jahr angefangen durch meinen Vater von Barry Sheen her. Das war ein legendärer Dörffahrer. Und dann hatte ich das gegen Motocross-Szene gebraucht. Oder im Dörf. Und dann, als wir auf die Straße gewechselt sind, haben wir das weitergenommen. Aber dann, als wir mit WM kamen, war nur noch 77 frei. Und seither habe ich 77. Und absolut. Das steht überall auf der Uhr und so. Ich will nicht wissen, was sonst noch ist. So persönlich werden wir jetzt heute nicht. Aber hier auch Tommy 77. Und wenn ich dich da so in dem Kombi sehe mit dem Helm hier, dann hebt es mich fast nicht. Ich bin auch so ein bisschen Speed-Junkie. Ich würde sagen, nachdem der Steff dich schon geschlagen hat, will ich dich auch noch herausfordern, Challenger battlen. Bist du dabei? Ich bin dabei. Super. Okay, Steff, dann gehen wir mal anlegen. Was macht ihr? Wir battlen. Mehr Infos gibt es gerade in wenigen Augenblicken. Also komm, ich muss mich noch anlegen, aber kannst du gerade mitkommen? Ich sage, da kannst du nur mal ablösen. Viel Glück, Aldi. Ich bin Peter. Also, wir wollen mal schauen, wie ihr habt abgestimmt habt. Wir haben euch ja gefragt, was glaubt ihr, kann der Dominik Egerter das Jahr in dieser Saison seinen ersten GP-Sieg einfahren oder nicht? Und das hier sind eure Antworten. Schauen wir mal an, wie das Ganze aussieht. Hier haben wir 53% sagen ja, der Domi Egerter fährt seinen ersten GP-Sieg ein. 30,8% sagen leider, nein, wird es klappen. Und 15,4% sagen, interessiert mich eigentlich ungefähr wie mein Kopf, nämlich überhaupt nicht. So, der Aldi hat da grosse Töne gespuckt, will den Battle machen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ich freue mich schon, wie sie aussieht, wie der Aldi aussieht im Overall. Also Domi, da stehen wir jetzt. Die grosse Trottinette-Battle gegen mich, Aldi vs. Domi. Hier oben stehen unsere Trottinette, blau dir, pink mir. Wer zuerst oben ist und hier unten wieder vorbeiflitzt im Ziel, der hat gewonnen. Ist gut? Okay. Jetzt sind wir mal gespannt. So. Seitenwechsel noch. Los, Windschatten. Achtung! Fertig! Los! Geht nicht. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, der hat mich gerammt. Grossartig. Also, ein bisschen unfair, aber Domi, du bist der Sieger. Lass mir zunächst noch ein Bierli. Natürlich. Also, danke, dass du da warst. Steff, zurück ins Studio. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao zusammen.
Battle sieht ein bisschen anders aus, aber es ist unser Fehler. Wir hätten den Stützer abnehmen. Bei Molti, also wahrscheinlich probiert es nochmal, das kann er nicht auf sich sitzen. Revanche muss es geben. Die zwei gehen leger ins Bier. Ich gehe hinten nachher, sage noch merci vielmals für zuzuschauen. Nächsten Mittwoch sind wir selbstverständlich wieder da, der Sportshow ab der 7. Live mit dem Fokus Fußball-WM, wo uns dann für die nächsten paar Wochen definitiv wird beschäftigen. Heute Abend gibt es natürlich ein Selfie für mich alleine, wenn der Oldi schon nicht da ist. Dann mache ich das für mich allein. Achtung! So. So. Wer rollt diese Kamera? Da. So. Tipptoppi Sache. Mit Pokal. Also, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Hoffentlich wieder. Ab der 7. geht's los. Gleiche Stelle. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao. The Sports Show on Sportle HD, presented by Samsung Galaxy S5.